Das Schulhaus in Köthnitz wurde 1860/61 gebaut. Seit 1993 befindet sich darin das Dorfschulmuseum. Sämtliche Dorfschulen in Bayern sind 1969 stillgelegt worden. Und diese Schulhäuser waren im Besitz der jeweiligen Gemeinden. Und so war also auch unser Schulhaus hier in Köthnitz eines Tages leer und sozusagen zu nichts mehr nütze. Um das Haus zu retten, ging Günter Wild zur Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern. Und habe gesagt, das wäre doch eine Idee. Und die haben die Idee sofort aufgegriffen und haben gesagt, das ist ja ganz toll, wenn wir, dann brauchen wir mit dem Museum, mit dem Dorfschulhaus gar nichts machen. Das machen wir zu einem Museum, das erinnern soll, wie früher Landschulen funktioniert haben. Und das war insofern schwierig, als die Gemeinde natürlich, die kleine Gemeinde Köthnitz zunächst mit so einem Gedanken nichts anfangen konnte. Museum gehört nicht aufs Dorf, gehört in die Stadt. Im Gegensatz zur Stadt gab es auf dem Land den einklassigen Schultyp. Dieses System, dass der Lehrer vor sich 8 verschiedene Klassen unterschiedlicher Jahrgänge hatte, erforderte ganz bestimmte Anforderungen an die Didaktik, also die Art, wie man in einer Dorfschule unterrichtete. Der Lehrer musste, so rasch es geht, die unterschiedlichen Bildungslagen, die sich dargeboten haben, in kurzer Zeit zum Einsatz bringen. Damals wohnte der Lehrer noch im Schulhaus. In unserem Köthnitzer Schulhaus ist es folgendermaßen, dass die Lehrerwohnung unten im Erdgeschoss ist und oben im ersten Stock befinden sich die Diensträume, Schulsaal, Kartenzimmer, Sekretariat und so weiter. Im Dachgeschoss gab es seit 1871 Handarbeitsunterricht. Und zwar für die Mädchen der Abschlussklasse, der letzten Klasse. Und nicht wie heute, wo der Handarbeitsunterricht sozusagen von Grund auf aufgebaut wird, sondern die Mädchen mussten sofort an die Maschine ran. Also hier klebt noch der Schweiß, die Mühen der fleißigen Bärbel und Charlotte und wie die Bauernmädel früher geheißen haben, der klebt hier noch an den Maschinen. Und wir sehen hier sogenannte Musterflecken, die uns die Techniken des Handarbeitsunterrichts noch einmal anschaulich vor Augen führen. Das wichtigste Teil, das Mädchen hergestellt haben, war die Schulschürze. Die Schulschürze war das Exemplar schlechthin, an dem man die Technik textile Gestaltung erlernen konnte. Die Schulschürze war nötig, sie ist gebraucht worden in der Schule und hat damit einen gewissen symbolischen Wert für die Schülerin gehabt, die sich als Schülerin mit der Schulschürze dargestellt hat. Und nun sehen wir hier an der Schulschürze, welche Vielzahl von textilen Gestaltungsmöglichkeiten die Herstellung der Schulschürze abgeliefert hat. Das Museum hat eine Originalausstattung aus dem vorletzten Jahrhundert. Unter anderem auch eine Sammlung von Bildern für die Laterna Magica, dem Urgroßvater des Diaprojektors. Halt, das ist alles falsch, das stimmt ja gar nicht. Jetzt muss ich es noch einmal von vorn. Das Dorfschulmuseum Köthnitz finden Sie im Landkreis Kulmbach. Es hat von April bis Oktober an Sonnenfeiertagen zwischen 14 und 16 Uhr geöffnet. Museum. So.